Moin, hallo und willkommen zurück zu Time Mysteries 2, The Ancient Spectres. Ich habe einen Eichenschlüssel bekommen, eine Federschachtel und einen Maskenschlüssel. Ich kann mit dir noch sprechen. Finde Merlin, er ist unter dem Anwesen. Wie jetzt? Kann ich jetzt hier runtergehen oder was? Nicht in dieser Zeit hier. Da kann ich erst nochmal hingehen, dann gehen wir erst da noch rein. Die sind also alle verbrannt, die ganze Familie, und ich bin das Einzige übrig geblieben. Und die hatten halt, weil sie das vorausgeahnt hatten, dass das passieren könnte, haben sie mich weggeschickt. Those masks are so delicate. I should find something to store them in safely. Okay, abgeschlossen. Jetzt kann ich sie da tatsächlich. Okay. Das könnte genau ein Roboterherz sein. Dass es in den ganzen Zeiten versteckt ist, ist auch schon krass. Aber da muss man ja sicher gehen eigentlich, dass das nicht verloren geht dann, ne? Weil man muss ja wissen, in welcher Zeit was ist. Ich muss erstmal in den Keller gehen. Ich setze erstmal das Ding ins ein hier. Das ist der zweite. Der dritte macht wahrscheinlich das nächste Fach auf. Okay, das ist so. I've never seen anything like this. It appears a part is missing. Bitte schön. Okay. Jetzt hat die Maschine das Ding aufgemacht hier. Hätte man das nicht ein bisschen einfacher machen können? Da ist Merlin. Okay, hallo Merlin. Is this Merlin? He looks sad and sleepy. Naja, wenn du da schon so lange stehst, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du da ziemlich einnickst. It's an offering well for ritual potions. Okay. Kann ich hier noch irgendwas? I need to climb up into the tree. Sagt sie so leicht. Ich brauche eine Leiter. Okay. Hier finde ich jetzt eine Leiter, oder wie gehört? Gemahlener Pfeffer muss ich finden. Hier, da ist Pfeffer. Kann ich den hier... ich muss den jetzt zumachen, oder was? Achso, da fehlt noch die Kurbel. Okay, gemahlener Pfeffer. Alles klar. Schiffssteuer. Da ist ein Schiff. Ach, Schiffssteuer muss ich noch was anderes suchen. Okay. Wo ist denn das Schiffssteuer? Das müsste ja so ein Rad sein, hier würde ich pauschal mal behaupten. Brecheisen ist hier. Hier brauche ich auch eine Schnalle, okay. Ein Kreisel. Sehe ich jetzt auf die Schnelle gerade nicht. Eine Glocke. Eine Glocke ist hier. Ein Bauer ist da oben. Ein Löwe sollte eigentlich auch ziemlich auffallen. Hier unten. Ein Sattel. Wo ist denn hier ein Sattel? Da ist ein Sattel. Ein Schmetterling. Habe ich hier gesehen, da. Schiffssteuer, Schürhaken. Wo ist denn hier ein Schürhaken? Zählt das als Schürhaken? Nein. Das ist eigentlich eine Schaufel für Dingens. Schürhaken ist ja nur so ein Haken. Nee, da ist es Schiffssteuer. Ein Kreisel brauche ich noch. Den sehe ich auch gerade nicht. Eine Schnalle, Schürhaken und ein Kreisel. Kreisel. Kreisel, Kreisel. Das ist Parfüm alles hier und Rosen und Flaschen.
Was ist das hier? Keine Ahnung. Kann man nicht so gut erkennen. Was ist das? Das ist ein Sextant. Das hilft mir aber auch nicht weiter. Ein Schürhaken müsste doch eigentlich auffallen. Hier ist ein Schürhaken. Okay. Eine Schnalle. Ich hoffe mal, das sieht aus wie eine Gürtelschnalle. Das ist ein Gürtel, das ist eine Schnalle. Und jetzt brauche ich nur noch den Kreisel, den ich hier überhaupt nicht sehen kann. Was ist das hier? Eine Muschel, ne? Kreisel. Kreisel, Kreisel. Das ist auch eine Kreiselfigur? Nein. Ich brauche einen richtigen Kreisel, ne? Das sind alles Parfümflaschen hier? Nee, das ist es nicht. Eine Muschel. Puh, einen Kreisel sehe ich jetzt hier echt nicht. Das da? Nein. Das ist ein Kreisel. Okay, jetzt habe ich eine Brechstange gefunden. Was hilft mir die Brechstange? Ich habe einen Eichenschlüssel, eine Brechstange, eine Schaufel, eine leere Flasche. Ich brauche immer noch ein Gefäß, wo ich Dings reinmachen kann, ne? Wo ist das denn? Draußen vor der Tür. In der Jetztzeit, okay. Da können wir ja hingehen, das ist kein Problem. Da ist es wieder. Ich habe es genau gesehen. So. Jetzt kann ich hier die Eingangstür aufmachen. Okay, vollkommen verbarrikadiert. Machen wir die Tür auf. Oder bastel ich mir daraus eine Leiter? Ich bastel mir daraus eine Leiter. Was ist das hier? Verschlossen. Kann ich hier... Das sieht aus, als wenn sich das bewegen würde. Kann ich das mit dem Hammer nicht kaputt hauen hier? Komm, das fällt doch schon alles auseinander. Hier ist ein Eichenschlüssel. Den kann ich wahrscheinlich nur in der Eiche benutzen, ne? Na gut. Der Kopf hier hängt immer noch. Das ist echt gruselig, Mann. Ja, was mache ich denn jetzt mit den Brettern und so? Ich gehe in den Keller. Und bastel mir oder was? Stock. Kann ich mir nichts basteln hier. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin. Okay. Wisch. Too steep to climb without a ladder. Naja, ist... Zukunftsveränderung 1797. Ich frag mich, ob dem Baum das nicht wehtut hier. Ne, ich bin noch hier. Wieso kann ich da nicht? Kann ich da jetzt... Okay. Baumkrone. Okay, ich weiß zwar nicht, warum ich die mitnehmen sollte, aber nehme ich mal. Habe ich jetzt mitgenommen. Jetzt habe ich 5 von 5 Eicheln. Okay. Das sind vielleicht Opfergaben. Für einen Trank. Ich bin mir noch nicht sicher. Ah, weil da so Dingens dran genagelt wurden, da dachten die, okay, wir machen ein Baumhaus draus. Okay, cool. Cool, hätte ich auch gern. So ein Baumhaus ist cool. Was ist das hier? Okay, was haben wir hier? Ach du meine Güte. Da ist ja auch eine Menge gelagert hier. Ein blauer Stern, den haben wir hier. Eine Zuckerdose hier. Ein Strumpf haben wir hier. Ein Rahmen. Kommt doch mal für was? Hier? Nee, das ist kein Rahmen. Ein Rahmen. Ich weiß nicht, für was ein Rahmen leider hier. Ein Messer, das ist ein Säbel, würde ich sagen. Oder zählt das? Ne, das zählt nicht, okay.
Ein Messer. Wo haben wir denn ein Messer? Da hat einer gefrühstückt hier draußen, wa? Das ist auch kein Messer hier. Das ist ein Messer. Ein Würfel. Ist hier unten? Eine Puppe habe ich gesehen. Das ist, da ist eine Puppe. Eine Brille ist hier. Ach sogar, guck mal hier. Ein Eichhörnchen. Ein Mond. Wo ist denn der Mond? Den Mond sehe ich jetzt gerade nicht. Den brauche ich bestimmt noch. Käse. Das ist kein Käse. Da ist der Mond. Da ist der Käse. Was ist das denn? Eine Scheibe Brot könnte das sein dann, ne? Ein Hund. Hier. Ein Apfel. Sollte eigentlich auffallen. Hier. Und ein Rahmen. Ich weiß ja nicht genau, wo der ist hier. Oder wo der sein soll. Ist das ein Rahmen? Das ist ein Rahmen. Okay. Einen blauen Stern habe ich jetzt. Jetzt geht's ins Schlafzimmer. Mit Napoleon? Oho, oho, oho. Was mache ich hier? Was? Korken habe ich mitgenommen. Ist immer gut. Was ist das hier? Herausgerissene Seite. Ach, das ist die Seite, die mir fehlte. War jetzt noch irgendwas hier? Nee. Ziemlich großes Bett, muss ich zugeben. Ich habe mir die Sachen geklaut. Da sind Frauenschuhe, das sind Männerklamotten. Das sieht aus, als wenn das irgendwie französisch ist eigentlich, ne? Ich glaube, Engländer hatten sowas nicht, oder? Aber es ist ja sowieso aus allen Nationen hier alles dabei. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist cool, hier so ein Baumhaus oben drauf, so bam. Jetzt kann ich hier hingehen. Okay, was gibt's hier? Schlafzimmer kann ich mir jetzt da angucken, okay. Okay, das ist creepy. Da ist noch ein Dingens. Das kann ich mir nicht angucken hier. Das wird zugedeckt komplett. Das muss eine Mordsarbeit gewesen sein, sowas hier einzuarbeiten. Nee. Das ist doch verdammt viel wert, sowas. Eine Gartenschere und ein Holzgesicht habe ich. Okay. Kann ich hier auch wieder gehen? Mir nicht gefallen, wenn einer aus der Familie irgendwie aus der Zeit plötzlich hier springt bei mir dann und dann, jupp. Ich geh erstmal hier hin. So. Den Stammbaum. Muss ich mir hier nochmal angucken. Da sind wir ein bisschen gesprungen, muss ich zugeben. So, was muss ich denn jetzt nochmal gucken? Die Dame kommt. Dahin? Na, das passt nicht. Wo ist denn hier ein Frauenkörper? Hier. Nee, das passt nicht. Das passt ja nur hier dann, ne? Nee, das passt überhaupt nicht. Wo ist denn... ein Frauenkörper? Der ist aber zur Seite geneigt? Nein. Das passt nicht. Das könnte passen. Das passt, okay. Du hast so eine Schärpe da. Was kommt da hin? Okay. Du hast so Knöpfe. Du kommst da hin. Noch ein Mädel. Passt nicht. Du kommst da oben hin. Okay, du kommst dahin. Und du musst dann dahin. Und du musst hier hin. Okay, jetzt kommt das Herz. Eine Hälfte aber nur. Jetzt haben wir eigentlich alles durch, ne? Das war Feuer, ja. Die drei habe ich jetzt auch alle durch. Okay. Die rausgerissene Seite kommt hier rein. Mit dem magischen Handschuh kann ich nun das Natursiegel aus den Kraftfeldern rausnehmen. Ein Handschuh erhält magische Eigenschaften, wenn er in die folgenden Zutaten getaucht wird. 5 Eicheln, eine Pfauenfeder,
Grüne Farbe, alter Wein. Okay. Dann weiß ich jetzt, wie ich die Handschuhe herstellen kann. Aber ich würde sagen, das mache ich in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.